Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Geheimakte Tunguska. Wir sind hier jetzt in Kuba, in dieser kleinen Irrenanstalt, in der Manuel Perez drinne ist, und haben schon mit einem Pförtner geredet, mit der Empfangstussi, die bald Politikerin werden will, und jetzt sind wir hier mit dem Arbeiter beschäftigt. Mit dem Gespräch musste ich das letzte Mal aufhören. Ich hab einen Schluck auf. Warte, es beruhigt sich. Okay, wir reden einfach mit ihm weiter. Ihre Pause, die. Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. Gut, die ist nämlich eh schon viel zu kurz. Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin, bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier. Die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Kennen Sie einen Manuel Perez? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein P Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen K Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Sie haben ja einen kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oder hat Ihre erste Freundin Sie enttäuscht? Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Also irgendwie war auch die Frage von ihr ein bisschen assi, oder? Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Okay, wir können uns auf jeden Fall Sie den haben ja ganz Holzstapel schön Holz angucken. vor. Nein, der ist mir zu flach. Haha, hier aber nicht, weil die ganz schön viel Holz vor der Hitze haben. Oh, herrlich. So, Holz nehmen wir mal mit. Container. Der ist voll schmutziger Wäsche. Nimm mit, nimm den Container mit, pack ihn in deine Hosentasche. Da sind verschiedene Da Zettel. sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Tja, dann weißt du, was die Leitung hier alles macht. Da steht drauf: Vorsicht! Der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. Die wollen wahrscheinlich Manuel Perez. Sonst? Ach, sind das 2 Zettel? Welchen habe ich jetzt angeguckt? Wäschedienst. Nächster Abholtermin Dienstag 14:30 Uhr. Schön. So Lautsprecher. viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Ja, ist ein bisschen übertrieben, ne? Ratatazong, ratatazong, weg ist der Balkon, Dong. WTF? Sie hat ein paar Probleme, glaube Der ich. Bauarbeiter dürfte wenig begeistert sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Ja, das stimmt allerdings. So, und sonst haben wir nur die Tür. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Ach, hier ist die Küche. Das Essen scheint lecker gewesen zu sein. Den Fliegen schmeckt es jedenfalls. Oh, eine Gabel, eine Fleischergabel, nehmen wir mit.
Auf jeden Fall. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh, Gewichte? Kleine Messinggewichte. Nehmen wir auch mit? Was ist das? Was? Herd? Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig viele Patienten gibt es in der Anstalt offenbar nicht. Oder die sind alle auf Diät. Naja, wenn man bedenkt, guck mal, wenn da so große Töpfe draufstehen, 3 Stück davon oder so, und du machst sowas wie einen Topf, da kann man schon gut was von essen. Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Warte, Suppenkelle? Und die eine kann ich mitnehmen? Und Wurstzange. Ich wusste gar nicht, dass es dafür extra Zangen gibt. Ach so, sowas nenne ich Grillzange zum Beispiel. Warte da, Zwiebeln können wir noch mitnehmen. Okay, jetzt können wir selber kochen. Aber hier können wir, warte mal. Ja, das Holz können wir da reinmachen. Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Bestimmt kann ich hiermit noch nichts machen, aber... Oh nein, wir haben gar kein Dings. Kein Feuerzeug. Verdammt. Aber das Holz haben wir schon mal drin. Ich dachte irgendwie, wir hätten unser Feuerzeug noch mit dabei. Hier war ja sonst auch nichts mehr, nur die Staffelei. So, jetzt können wir uns hier weiter umsehen. Hier können wir Zeitung mitnehmen. Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Poster. Eine Einladung zum DIA-Vortrag Traditionelle Herstellung von Zigarren. Sonst hab ich... Ach nee, hier kann ich ja auch noch hin. Ah! Hallo. Das ist ein Patient. Ah. Hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen. Ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Nicole Charleroi. Die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist sie hier? Nein, ich glaube nicht. Puh, jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. Shea hatte auch nie Angst. Andererseits, Shea hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts, gar nichts. Dass vielleicht diese Anstaltsleiterin ein bisschen Psycho ist? Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld. Aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch Che hat mal so angefangen. Che? Che Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Ich gehe ja schon. Okay. Ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Okay, ich drücke die Daumen. Passen Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Okay, die Brille können wir aber mitnehmen. Und? Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe.
Ja, du könntest es ein bisschen langsamer machen. Warte mal, geh mal beiseite. Da. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Unsere Latin. Okay. Hübsch. Da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Ich lass den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Wie etwa der armen kleinen Nina ein Ohr abzubeißen. Wieso glaubst du, er würde das machen? Echt mal. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Der ist so süß. Ja, aber nehmen kann ich knuffig, eh noch nicht. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Eine Liste mit der Überschrift ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier. Ein Kopiergerät. Ja, aber die Sachen kann ich jetzt noch nicht verwenden wegen dem Typen. Ich geh mal gucken, ob ich da einfach durch kann. Zutritt nur für Personal. Verdammt. Dann rede ich nochmal mit dir. Hallo. Wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Oder sich für mein rhythmisches Putzen anmelden? Ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Ach so, okay, ich dachte, ich könnte irgendwie mit dir reden oder so. Gut. Wir müssen auf jeden Fall hier was machen. Die Zeitung können wir da reintun. Ich wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Eine relativ kleine Kochstelle. Ist nur noch die Frage, wie zünde ich das an? Ich habe nichts zum Anzünden. Ich tue mein Handy rein. Nur Gewichte, eine Suppenkelle. Ah. Schon erstaunlich, dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Deswegen brauchte ich die Brille. Mal da, rau. Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel ar... Es sei... Sollte Ihre Pause nicht vorbei sein? Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt... Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Und wie wird der jetzt schwarz? Dann genießen Sie... Wie wird der jetzt schwarz, der Rauch? Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber ich habe jetzt schwarze Farbe, fällt mir gerade auf. Warte mal, erstmal gucke ich, ob ich die beim Maler abgeben kann. Ob das geht. Ich hoffe es. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir sie mal ein bisschen... Hallo. Was macht das, was stiller halten können. Können Sie dann mal... Wie gesagt, ich kann Schwester sagen... Ich lasse... Danke. ...von mir. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden, aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Können Sie dann mal an... Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarz... Und nicht ständig rumspringt. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass sie nicht mehr ständig rumspringt? Wie kann ich dafür sorgen, dass da jetzt schwarzer Rauch rauskommt? Oh. Hallo, wollen Sie nicht auch... Ich... Okay. Nein, 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 nein. Kann ich noch eine Zeitung mitnehmen? Eine von diesen Zeitungen. Eine reicht dir also. Kann ich damit? Kann ich wirklich was mitmachen? Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer. Hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Fällt auch überhaupt nicht auf. Sie bewegt sich automatisch langsam und er kann zeichnen. Er kann zeichnen. Oh mein Gott, beeil dich. Lauf doch nicht so lahmarschig. Hallo. Was? Das. Haben Sie nun alle... Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Uhuhu, er wird jetzt zeichnen. Ich wollte gerade sagen, der macht, dann drehe ich jetzt auch um, ne? So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch?
Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit. Danke. Von mir. Supi. Können wir das jetzt einfach zeigen? Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man Ihnen den kleinen Finger, reißen Sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Ich überlasse Sie. Okay, gut. Warte mal, dann kann ich doch sicherlich die Plastiktüte vielleicht hier reintun? Ja, kann ich. Dann müsste es doch schwarz sein werden, oder? Nein! Das Erdbeben hat begonnen. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Ach, das war mit dem Erdbeben gemeint. Und das fällt dir aber früh auf, dass du manchmal ein bisschen böse bist. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Die braucht... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Plüschtier, nehmen wir mit. Und... Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Okay, jetzt noch die Frage mit dem hier. Kann ich auch nichts machen. Die Erschütterung durch den Pressluft. Aber geil. Ja, Erdbeben immer mittags und dies und das und jenes. So, hier bitte. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Uhuhu, wir kommen voran, wir kommen voran, ja. Ganz hinten auf der linken Seite. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Hier gibt's sogar Hexen. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Hier gibt's wirklich Hexen. Habt ihr das Lachen eben gehört? Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Verstörend. Sehr verstörend. Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Naja, da gibt's sogar eine Überwachungskamera. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Wenn, dann sollte man vielleicht was davor tun, ne? Damit es uns nicht unbedingt sieht, naja. Sieht aus wie Blut. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Okay, jetzt wissen wir, wie sie aussieht. Sonst noch irgendwas? Nein, okay.
Wand reingelegt. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Ach du meine Güte, warum? Warum? Das ist alles sehr verstörend hier. Was haben sie mit Manuel Perez gemacht? Ist jetzt sonst noch irgendwas hier? Eigentlich ja nicht, ne? Da kriegen mich... Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Aber sonst ist hier gar nichts eigentlich. Aber das hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Das ist das Problem. Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Die Zelle von Perez ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Perez ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Perez? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Perez? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh, Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Perez verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Und vor allem, da ist ja noch eine Kamera im Zimmer. Vielleicht hat die ja was aufgezeichnet. Und ist euch aufgefallen, wer die Synchrostimme von diesem Ramon ist? Also es klang für mich etwas sehr nach... der Synchrostimme für Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Also nur halt ein bisschen ruhiger, nicht so aufgedreht, aber es klang schon ein bisschen danach, oder? Naja, okay. Ich hoffe auf bei der Kamera, beziehungsweise dass die Kamera irgendwas aufgenommen hat, was mir weiterhelfen wird. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dann, tschüss, eure Tai.